Hallo, ihr Seafighter da draußen, frohe Weihnachten nochmal meinerseits und willkommen zu diesem spontanen Video. Ich habe nicht erwartet, dass Heiligabend das Banner released wird tatsächlich, aber unverhofft kommt oft, sagt man so schön. Und wir haben hier ein Step-Up-Banner, was jetzt nicht unbedingt ein Step-Up-Banner ist, wobei es in diesem Fall vielleicht gar nicht verkehrt ist, dass es so dargestellt wird, wie es jetzt hier der Fall ist. Wir haben unseren Boy Ultra Super Gogeta gestern revealed bekommen und heute ist er schon verfügbar. Und ihr seht's, die, Verteilungsrate ist nicht so großzügig wie bei einem LF-Charakter. Ganz im Gegenteil, es ist sogar noch ein paar Prozent. Es ist 0,350 und beim normalen LF wäre es 0,5. Dementsprechend was geringer, aber. Wir haben 4 Schritte, wenn wir die vollendet haben, kommen wir zum ersten zurück und jeder Schritt garantiert einen Sparking-Charakter oder höher. Heißt, wir haben in jedem Schritt eine erhöhte Garantie, ihn zu ziehen, gegebenenfalls im zweiten Schritt sogar eine doppelte Rate, den Ultra-Charakter zu ziehen. Also, nicht lang schnacken, wir gucken mal gerade, es sind gefühlt alle, es sind wirklich alle Sparking-Charaktere, die es gibt in diesem Banner drinne. 182 und sehr viele LFs. Mal gucken, wie die Ausbeute ist. Ich habe alles runtergeladen und es dürfte wohl gar nichts, absolut nichts sein. Was uns jetzt noch überraschen kann, außer vielleicht LF Freezer oder LF GT Goku. Ich hoffe es nicht, oh mein Gott. Wir legen los. Ultra Gogeta gegen 25k CC. Mal sehen, wer zuerst nachgibt. Let's go. Ich bin echt mal gespannt. Auch die Animation habe ich noch nicht gesehen, wie die aussieht. Ich hoffe nicht, dass wir zu deep reingehen müssen. Okay, wir haben den Himmel, Namek, Rot, Super Saiyajin. Kein Bardock, kein Trunks. Ist ja die Frage, gibt es da eine spezielle? Wir haben ihn besiegt. Okay, weil auf jeden Fall Sparking garantiert ist. Das ist jetzt keine Besonderheit. Ob es da jetzt eine spezielle Animation gibt, wie jetzt, ob da wieder die für LF-Charaktere die Animation benutzen, ist jetzt die Frage. Natürlich auf dem letzten Slot, auf dem allerletzten Slot. Aber, okay, Kale war halt nur zum Aufwärmen, ne? Und bevor ich es vergesse, wir kriegen keine, es wurde ja gestern angekündigt, wir bekommen weniger, bevor ich das mache, mache ich was anderes, wir bekommen weniger, also die normalen, Siegkräfte wie vorher, aber ich mache gerade noch mal den Daily. Falls wir den hier ziehen, muss ich nicht deeper jetzt reingehen. Ich hoffe es mal. Aber wir bekommen ihn nicht auf 2 Sterne, sondern wir kriegen ihn, glaube ich, direkt auf 5, glaube ich, müsste es sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall 2000 Siegkräfte oder Ultrakräfte. Ich weiß genau, wie das da schimpft. Ich habe eben die App neu gestartet und direkt wollte direkt in die Summons gehen, weswegen wir da nochmal gucken müssen. Auf jeden Fall haben wir jetzt die 11 Tage, jeden Tag ein Daily, den wir versuchen können, wo wir den Boy potenziell ziehen können. Wir machen jetzt die doppelte Raid und hoffen, dass die uns auch den Charakter beschert. Also ganz ehrlich, es wird bestimmt so sein, dass er ein okay, blauer Himmel. Kein Trunks. Okay. Okay. Oh, Broly, wir haben LF-Charakter. Ist es vielleicht Ultra? Ist es Ultra Super Gogeta? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Es wird vielleicht sogar so sein, da die Animation mich echt im Vergleich dazu, was man sich vielleicht erwartet hat oder vorgestellt, enttäuscht haben. Wird es vielleicht so sein, dass er im Vergleich mit einem Sparking-Charakter ist und dann vielleicht noch ein LF-Ultra-Charakter irgendwann kommt, wie Ultra Instinct Goku zum Beispiel. Okay. Fake-Out. Wen haben wir hier? Wotengs. Oh, den nehme ich auf jeden Fall an. Oh nein! Oh, okay, okay.
Okay, Senkererweckung ist bereit. Den habe ich jetzt auf 7 Sterne. Alter. Aber das war jetzt der LF-Charakter. Ich ziehe sehr viele Zenkais, Extreme Zenkais. Vegeta. Okay, 7 Sterne Gogeta. Nehme ich an, man kann nie genug von ihm bekommen, auf jeden Fall. Es sei denn, man hat ihn auf 7 Sterne rot. Step 3. Also die Durchläufe sind 4 Stück, 3 kosten 1000 jeweils und der letzte ist halt umsonst und dann kommen wir zum ersten Step zurück. Aber es ist halt... Oh, Genki-Dama. Genki-Dama, besondere Animation. Ist es jetzt der Ultra-Charakter? Wir werden es sehen. Ich bin echt, oder ich hoffe echt, dass wir da nicht wirklich zu deep reingehen, weil die Chancen eigentlich besser stehen als üblich, trotz dass die Rates geringer sind oder dass die Rate bei ihm geringer ist. Leute. Ernsthaft? Okay. Der Gratis-Durchlauf. Der Gratis-Durchlauf ist es hoffentlich. Muss mal gerade einen Schluck trinken. Jindo Jun. Okay, wir haben einen Banner-Charakter. Und es sind eigentlich... Das sind doch nur LF-Charaktere, oder? Das dürften nur LF-Charaktere sein, die Banner-Charaktere. Also, wir sehen es hier jetzt. Ist ein Fake-Out? Ja. Warum? Oh, Mann, ey. Der ist aber auch, glaube ich, auf jeden Fall bereit, auch einen Zenkai zu kriegen. Also... Also, wenn wir jetzt ziehen, dann ist das Gogeta-Banner. Das ist sowas von das Gogeta-Banner, ey. Oh nein. Okay. Es ist trotzdem das Gogeta-Banner, aber es ist nicht der Charakter, den wir hier haben wollen. Aber man bekommt wenigstens die Legends-Tickets mal wieder. Ich habe da auch lange nichts mehr gesehen von diesen. Dass man da irgendwas in irgendwelchen Beschwörungen hat man die seit Monaten nicht mehr gesehen. Ich bin mal gespannt, ob da irgendwas noch mit geplant ist in Zukunft, aber wir werden es sehen. Das ist jetzt nicht die vielversprechendste Animation, um ehrlich zu sein. Wer will gegen Gotenks haben? Niemand. Oh, Junge. Ey, wir haben Heiligabend, gönn doch jetzt mal. Ich muss auch gleich wieder runter. Mann, Family und so, Essen. Okay. Das war jetzt der erste Step wieder. Jetzt kommt wieder die erhöhte Chance. Und da ist es am wahrscheinlichsten, dass wir den Boy ziehen. Und ich hoffe, wir ziehen ihn hier. Jetzt vielleicht mit einer guten... Okay, Jindo Jun. Es sind potenziell zwei Banner-Charaktere. Kein Bardock. Bardock ist, glaube ich, aber auch nie bei der Blue-Animation dabei. Bitte, Vegeta. Bitte verliere. Nein! Okay, weiter bangen, Alter. Oh Gott. Ich drücke euch, by the way, auch die Daumen, dass ihr den schnell zieht und nicht zu viele CC in ihn reinbuttern müsst, obwohl er, ich glaube, umstritten der beste Charakter im Game ist. Das ist jetzt nicht übertrieben. Die Animationen, wie gesagt, könnten besser sein, aber er ist wahrscheinlich wirklich der beste Charakter im Game. Oh, Junge! .05 LF Rate, .03 5 der Ultra. Ach, Mann.
Aber wenigstens auf 6 Sterne, das ist schon mal... Nehme ich an, nehme ich auf jeden Fall an. So. Ab zum nächsten. Okay, jetzt sind wir unter 20.000 Zeitkristallen. Unter 20.000. Ich hoffe es. Aber gefühlt, für diesen Charakter muss man eigentlich alles opfern, was man hat. Ohne Spaß. Vielleicht das Jahr sogar mit 0 CC starten, damit man wieder von vorne anfangen kann. So also eine kleine Reinigung. Aber... Ganz ehrlich, ein paar CC auf der hohen Karte zu haben, schadet nie. Dreifacher? Okay, okay. Lange nicht mehr gesehen, die Animation. Aber... Och, Mann. Ja, Freezer soll auch nochmal kommen. Free-to-play Freezer. Ähnlich wie jetzt der Black Rosé, der... mit dem der gelben Affinität und der Lina Goku. Wird hoffentlich ein guter Charakter für LOI. Wird es vielleicht eine gute Ergänzung fürs Team. Mal gespannt, wie der so, was der so drauf hat und was für eine Affinität der hat. Gratis ist immer gut. Gratis sehr gut. Und noch schöner ist, wenn da ein Charakter rauskommt, den man noch nicht hat. Zum Beispiel ein Ultra-Charakter. Ja, shit, die Animation. Oh Mann. Können wir hiervon viel erwarten? Okay, er verliert. Whis vielleicht? Whis? Geh mir doch weg mit dem Dreifachen, Alter. Der Dreifache ist doch... Ich weiß gar nicht, der garantiert gar nichts, außer dass es Sparking kommt, aber dass Sparking sowieso garantiert sind, bringt das überhaupt null. Whis wäre besser, da hätte man auf jeden Fall... Da müssten auf jeden Fall zwei kommen. Okay, Fake Out habe ich aber schon. Dieser Überspringen-Button. Oh, okay. Hat auch seinen Senker bekommen, habe ihn noch nicht gespielt. Dauert noch ein bisschen, bis ich alles freigespielt habe, um ihn Free-to-Play zu Senker erwecken, weil ich stecke da keine CC rein, wenn er Free-to-Play ist. Und ich hoffe ihr auch nicht. Was mich aber jetzt hoffen lässt, ist, dass wir gleich wieder, ein Durchlauf sehr kurz ist schon mal gut und dass der zweite Durchlauf die doppelte Rate ist, also mehr, die Chancen höher sind als einen LF-Charakter zu ziehen zumindest, auch wenn es 0,2% sind, aber trotzdem. Okay, er verliert. Kann Broly kommen? Vielleicht? Nein. Wieso verliert? Und wir verlieren vielleicht noch mehr CC. Ich hoffe es nicht. Bipan. Gogeta. Okay. Aber der falsche. Wir bauen Super Gogeta. Und zwar den Ultra. Und nicht irgendwen anders. Komm schon. Nein! Oh nein! Die habe ich ja auch nicht. Warum? Och, Mann. Lass mal gerade gucken, was ist... Wer war da im Hintergrund zu sehen? Goku. Sah kurz aus wie Vegeto, warum auch immer, keine Ahnung. Alter, da ziehe ich die... Nicht dein Ernst. Okay. Wenn Goku jetzt verliert und Vegeta kommt, dann müssten wir ihn haben. Er kann noch verlieren. Er kann noch verlieren. Es könnte auch noch... Ach komm. Es wäre so simpel, ne? Es wäre einfach so simpel, aber... Also wie gesagt, LF, Freezer und Goku, das sind die, die ich noch nicht habe, die potenziell auch kommen könnten.
Aber den Charakter habe ich jetzt auch schon, ist wieder F, ey. Also jetzt langsam reicht es mal mit den LF-Charakteren. Dankeschön. Sag mal, haben die auch eine erhöhte Rate oder sowas? Habe ich jetzt nichts von mitbekommen, aber so viele LFs, wie man hier zieht, das ist nicht mehr normal. Ach Mann. Oh Mann. Ich sehe schon, dass wir alles reinbuttern müssen, was wir haben. All die schönen erfarmten CC. Okay, verliert. Reese? Kein Reese. Es wird sowas von Fakeout sein. Das Bucking-Charakter ist sowas von Fakeout. Oder eventuell Ultra. Fakeout Ultra wäre natürlich auch überraschend nice. Nicht unwillkommen, aber gern gesehen. Es ist immer so weit hinten. Es kommen nie so viele Sparking auf einmal, habe ich das Gefühl. Hito. Hito. Okay. Ab zum Gratis-Step, würde ich mal sagen. 16.000 noch übrig. Also die Chancen stehen noch gut, dass wir ihn kriegen können. Wir haben noch sehr viele Versuche übrig und deswegen bin ich jetzt noch nicht so am Zittern. Ich hab sogar noch einige CC auf Lager. In der Geschenkbox habe ich mir schon seit ein paar Wochen habe ich darauf geachtet, dass ich die nicht unnötig direkt... Oh, von Super Saiyajin in Genki-Dama. Energie ist da. Von mir auf jeden Fall. Deswegen Geschenkbox habe ich noch 1500 circa. Dann habe ich noch meine Mission, wo ich nochmal... Ich komme kann sein, dass ich nochmal auf 5000 komme vielleicht. Also 1500, dann... Oh, 3, 4 auf jeden Fall. Deswegen ein bisschen im Petto habe ich noch. Oh, ich will natürlich nicht alles hier reinbuttern. Vor allem es dauert so lange. Oh, Rosé. Und wen haben wir hier? Oh, ich wollte gerade sagen, LF Gohan, was? Nee, es ist einfach nur der ältere Bruder quasi von ihm. Das ältere Gegenstück. Ich würde mich nicht wundern, wenn der auch seinen Kaiobecken bekommt irgendwann. Alle, die älter sind, oder alle älteren Sparking-Charakteren, haben sowas von eine Garantie, einen Senkai zu kriegen. Aber das Problem lassen wir mal. Bandai. Okay. Roter Namek. Freezer kriegt es wieder in die Magengrube. Und er verliert bestimmt nicht. Warum kommt denn nicht mal Vegeta? Ich meine, der Boy kommt doch sonst auch immer als Super Saiyajin daher und versucht Freezer zu klatschen. Wo ist das Problem? Also wenn LFs kommen, können die auch gerne die bringen, die ich noch nicht habe. Bitte, Dankeschön. Aber ihr habt auch aus den... Okay, Fakeout wieder. Okay, wenigstens ein bisschen mehr Sparkings. Ihr habt im letzten Durchlauf gesehen, selbst wenn der Überspringen-Button nicht da ist, es kann auch ein anderer Charakter sein. Also von daher halte ich mich mit meiner Freude schon was dezent zurück, weil man kann so leicht enttäuscht werden. Gerade in der mit der Rate, dass man so viele LFs sieht, das ist nicht normal. Und ich dachte eigentlich, das wird ein kurzes Video, aber nein. Ultra Vegeta, Ultra Super Gogeta macht einen Strich durch die Rechnung. Aber ganz dezent. Okay. Barbok wäre nice gewesen. Okay, okay, okay. Let's go. Also, mit dem Dreifachen hat er es heute, ha? Huh? Ich will doch nur ein Ultra Gogeta. Hm.
Ey Leute, ich hoffe, ihr habt so viel mehr Glück als ich bei der ganzen Geschichte hier. Kannst du dir echt nicht ausdenken. Wir haben doppelte Raid, einen Ultra-Charakter zu ziehen. Und was kommt? Sparkings. Die wir schon haben. Alter, ich bin so deep drinne. Ich bin schon so deep drin, das kann's doch nicht sein. Ja, Namek, Goku, Super Saiyajin, yeah. Vor allem, es kommen so alte Sparkings. Was soll denn der Shit? Ja, ach komm ey, das ist so ein Müll. Okay, erstes Step wieder. Ah ne, gratis noch, okay, ich war schon eins zu weit. Ich hätte echt nichts dagegen, wenn du jetzt kommen würdest, mein Freund. Gutes Zeichen. Ich glaube, Jindujun ist das Beste, was passieren kann in der Animation. Weil dann ist garantiert, dass ein Banner-Charakter erscheint. Und ich will es verdammt nochmal hoffen, dass es Ultra Super Gogeta ist. Bitte. Ja, okay. Scheiß drauf. Das war's, ey. Wie oft ich in Dreifachen schon habe hier die Animation. Aber ich. Okay, nehme ich an auf. Oh, okay. Alter, warum? Das müsste der Banner-Charakter gewesen sein. Es kommt jetzt noch was. Noch ein LF oder wie? Ein Stern rot schon. Ey, Mann, bitte. Ich hab da echt keinen Bock, gegen den zu verlieren. Ich will den jetzt ziehen. Wenn ein neuer EX-Charakter dabei ist, den man nicht aufgezogen hat, ist ganz cool. Aber die... Aber wenn schon 10.000 CC drin ist, will man den Charakter auch endlich mal ziehen, oder? Ich meine, das kann es doch jetzt echt nicht sein, oder? Dass man jetzt so geschäftet wird. Oh, bitte. Weez? Wie trocken war das denn? Oh,
Wow, Super Buu, ey. Das ist natürlich der Charakter, den man sehen will, wenn doppelte Ultra Raids am Start sind. Ich meine, das ist doch euer Ernst? Toshi, komm, drück mal ein bisschen mehr Glück rein. Jetzt ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen die Raids so ein bisschen nach oben schrauben oder mehr Glück geben können. Ich meine, es ist Heiligabend und Genki-Dama? Genki-Dama, Ultra Super Gogeta. Boah, wird schmecken, oder? Mit der Animation den Boy zu ziehen. Oder vielleicht auch nicht. Es ist so fies. Es ist einfach so fies. Es ist so fies, Digga. Boah. Okay, ja, Tau bye bye, klar, Blue. Wenn er jetzt, wenn, bitte, Vegeta, komm doch bitte. Ich gucke auch nicht hin. Bitte, ich heul gleich, was ist das denn? Also ich fühle mich noch mehr gebaitet als jetzt bei den anderen Bannern, die am 24.11. rauskamen. Ist ja schon einen Monat her, als die zwei letzten LFs erschienen sind. Krass. Nichtsdestotrotz. Gleich sind wir wieder bei den doppelten Raids und da erwarte ich, dass der kommt. Trocken. Ich skipp mal die Animation. Okay, alles klar. Gut. Ja, danke schön. Ah, okay. Ja. Verstehe ich nicht. Gut. Ah. Du schon wieder. Fakeout. Oh, Fakeout. Oh, haben wir schon. Butens, Alter. Double Raids. Ich drück mir selber die Daumen. Dragon Balls. Wünsch mir Ultra Super Gogeta. Bitte. Sag sogar bitte dazu. Komm schon. Double Raids, sage ich nur. Bitte. Bitte. Ich habe bitte gesagt. Und ich habe mir den Wunsch bei den Dragon Balls gewünscht. Und bekomme nur Müll. Das kann's doch nicht sein, Alter. Oh, diese Animation. Dein Ernst? Ich raste gleich aus, ne? Einmal reicht völlig aus. Ja, weg mit dir.
Also ich wurde lange nicht mehr so hart geschäftet. Aber sowas von nicht. Gehen wir mal kurz raus. Dich will ich haben und du kommst jetzt. In diesem gratis Step oder im nächsten Durchlauf. Da wirst du kommen. Okay, wird schon mal nix. Da kommt der einfach noch mal. Okay. Wir machen mal gerade einen kleinen Break. Und zwar machen wir einfach mal ganz, ganz entspannt ein Ticket und dann kommt er schon. Der kommt dann. Genau. So. Wir haben mal kein Sparkling gezogen, ist vielleicht ein kleiner Pusher für das, was jetzt kommt. Leute, das sieht nach absolutem Müll aus. Boah, wie viele alte Charaktere. Vor allem, es sind alles Barking-Charaktere, die im Game zu finden sind, in diesem Banner. Und wir wollen nur einen einzigen ziehen, der neu dazugekommen ist und dessen Rates 0,35 sind, in diesem Fall jetzt aber 0,7. Ja, hau mal rein, Freezer. Hau rein. Boah. Wie kann man nur so hart geschäftet werden, Alter? Boah. Double Rates. Keine Double Rates. Das mit dem kurzen und knackigen Video ist schon lange vorbei. Rohmaterial, einfach mal fast. Ja, sind wir über 35 Minuten mittlerweile. Scheiße, Mann. Es wird immer schlechter. Base vom Goku besiegt Freezer. Kann ich bitte mal Ultra Super Gogeta ziehen? Danke. Thank you.
Es tut einfach so weh. Es tut einfach so weh. Was ist denn das, bitteschön? Das ist die absolut schlechteste Animation, die man kriegen kann. Ist das jetzt eigentlich mittlerweile wie Dokkan, dass auf dem letzten Platz dann halt garantiert das Bucking-Charakter kommt oder wie? Das Spiel muss doch irgendwann mal realisieren, wie viel man da reinsteckt und dann ihn einfach mal gönnen. Einfach mal gönnen. Ich würde gerne öfter mal einen Jinnujun sehen. Das wäre jetzt schon, würde das Ganze ein bisschen weniger schlimm für mich machen, weil ich werde schon ein bisschen nervös, muss ich sagen. Weil meine CC jetzt wirklich dem Ende nahe sind. Double Weights. Spuck ich drauf. Doppelte Chance, dass man ihn nicht kriegt, oder wie? Was? Warum? Whis. Warum denn immer der Dreifache? Mann. Boah, Alter, ich bin so am Leiden gerade. Ich bin so am Leiden. Legend, sie schenkt dir so viel Zeit und du stichst mir einfach in den Rücken. Ey, zieh mal bitte das Messer raus. Tut gerade ein bisschen weh. Juckt gerade. Alter. Alter, ich bin 25k drin, ne? Und ist gleich. Und ich habe den nicht einmal gezogen. Nicht einmal. Also die Animation können wir uns jetzt echt sparen. Ich. Da, noch nicht. Mein Gott, Kua. Ich glaube, ich muss gleich an meine Reserven gehen. Ich muss echt an meine Reserven gehen. Ich hätte das echt nicht für möglich gehalten, dass das so ein Krampf wird. Diesen einen Zergel zu ziehen. Galiken ho! Okay, Boys and Girls. Ihr werdet jetzt live miterleben, wie ich noch ein paar CC herauskratze aus meinen Reserven. Dailies habe ich nicht gemacht. Ich habe jetzt das hier, was ich auf jeden Fall einlösen werde.
Und ich glaube, wir kommen dann noch nicht mal auf einen Durchlauf. Hör mir doch auf. Hier. 1250 nochmal da. Und jetzt, go. Man kann ihm noch nicht mal irgendwelche Siegkräfte geben, weil es noch gar nichts gibt, wie man ihn weiter pushen kann. Also das heißt, man ist darauf angewiesen, ihn wirklich zu ziehen. Und ich weiß bei der Pull Rate nicht, was ich davon halten soll. Zum Glück können wir auf jeden Fall noch die angeblich doppelte Pull Rate mitnehmen. Aber ihr habt ja gesehen, wie es in den letzten Durchläufen aus Dragon Balls Bits Ultra Super Gogeta. Wieso kommt der eigentlich hier als Super Saiyan? Ist es doch viel besser, wenn der einfach mal am besten mit Jinujun und dann Vegeta Blue als Assist nochmal kommt. Ja, Fake Out. 2, 3, 4, 5, es kommt noch nicht mal Sparking Kampf, der 6, 7, 8. 9, 10. Es sind jetzt noch Schritt 3 und Schritt 4 offen. Der vierte ist ja gratis. Die Chancen haben sich jetzt echt nicht zu meinen Gunsten entwickelt, dass Gogeta in diesem Character vs. CC Video, dass der wirklich gewinnt. Und das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir null. Aber ich habe zwar einen neuen Charakter gezogen, das war Kaelum Khalifa. Aber das ist auch kein Trost. Es tut einfach übertrieben heftig weh. Es tut einfach übelst weh. Das habe ich seit langem nicht mehr gefühlt, dieses. Dass man sich so mies fühlt. Das habe ich echt lange nicht mehr gehabt. Oh Gott. Und hiermit ist es dann offiziell nach diesem. Oh, Instant Transmission hatten wir noch gar nicht gehabt. Nach diesem jetzt haben wir offiziell verloren. Ich werde auf jeden Fall nicht aufgeben, weiter für ihn zusammen. Also ich werde alles, was ich kriegen kann, in ihn reinbuttern. Dennoch. Glückwunsch, Gogeta. Du hast gewonnen. Ich habe verloren. Und wir schütteln uns die Hände. Und du versprichst mir, beim nächsten Mal, wenn ich wieder summe, wenn ich wieder beschwöre, dass du kommst. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Danke, dass ihr dabei wart, mein Leiden mit mir teilt. Ich habe den Boy nicht ziehen können, obwohl ich über 25.000 CC hineingesteckt habe. Mach's gut. Frohe Weihnachten.